Digga, Junge. Junge, der spratzt halt so weg. Alter. Junge, der hat das Polizeiauto gerippt. Große Aufruhr im Hamburger Jenischpark. Aufnahmen, die zurzeit in den sozialen Netzwerken kursieren, zeigen wilde Jagdszenen. Die Polizei verfolgt am Montag gegen 16:30 mit dem Auto einen 17-Jährigen. Weitere Beamte sprinten zu Fuß hinterher. Bei der Verfolgungsjagd wird das Auto beschädigt, als es durch eine Kuhle im Boden rast. Der Jugendliche schlägt einen Haken, rennt ins Unterholz. Wenig später kann er gefasst werden. Der Jugendliche soll immer wieder aufgefallen sein, weil er sich nicht an die Corona-Regeln gehalten habe. Die Beamten wollten ihn wegen der Verstöße überprüfen. Noch während sie mit ihm sprechen, nimmt er die Füße in die Hand und löst die Verfolgung aus. Dem 17-Jährigen könnte nun eine Strafe von mindestens 150 Euro drohen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.